Willkommen zurück zu Final Fantasy 14. Wenn euch das Video gefallen sollte, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar und abonnieren nicht vergessen. Das würde mich sehr freuen. Wir sind hier in Kugane angekommen in der letzten Folge. Oder in der vorletzten Folge angekommen. In der letzten Folge haben wir uns Kugane so ein bisschen angeschaut. Und wir sind jetzt aufgrund der Hauptstory auf der Suche nach Yugiri und Gosetsu. So, da werden wir uns natürlich sofort drum kümmern. Schade. Der konnte uns nichts sagen. Über die beiden. Ich werde mal kurz die Map nebenbei öffnen. Okay, wir müssen jetzt zum zum Gasthaus oder wie das Ding heißt. Dort mit der Besitzerin anscheinend sprechen. Mal schauen, ob sie die zwei gesehen hat.
Sehr schön, das konnte uns schon mal weiterhelfen. Bedeutet, wir werden jetzt ein paar Kapitäne befragen. Oh, shit, das ist da oben. Sollte trotzdem funktionieren. Also, Giri und Grosetsu waren auf jeden Fall da. Nur wollten sie auch über den Rubinsee. Jetzt müssen wir nur rausfinden, welcher Kapitän sie rübergefahren hat. So, wo schaue ich hier am besten? Unten wahrscheinlich, ne? Da ist einer. Vielleicht sogar der richtige. Ich gehe trotzdem nochmal hier lang. Ja, aber hier ist nämlich auch einer. Dann rede ich erstmal mit ihm, sonst wäre ich jetzt nochmal. Hätte ich nochmal hochlaufen müssen. Wir müssen eh mit drei sprechen, okay. So, was kann ich noch machen? Ist hier noch irgendeiner? Sieht nicht so aus. Also wir hatten da unten noch einen gesehen. Ist hier irgendwo einer? Sieht erstmal nicht so aus. Dann reden wir mit dem da vorne. Ja gut. Also wo finde ich jetzt den... Ach da, nice. Alles klar. Das war's dann schon. Der letzte Kapitän. Verzeihung. Wunderbar, dann porte ich jetzt wieder zurück, bevor ich da jetzt groß am Rumlaufen bin. Mal gucken, was Lisa erfahren hat. Quest beendet, nächste Quest. Ein zweifelhaftes Angebot. Okay, suchen wir den Typen mal. Der ein Gesicht haben soll wie ein Fisch. Da haben wir ihn. Thank you.
Sehr schön. Haben wir wenigstens jetzt jemanden gefunden, der erstmal die beiden schon mal rübergefahren hat. Und der uns auch rüberfährt. Das ist doch schon mal sehr, sehr nice. Jetzt müssen wir da wieder runter. Handelshaus, okay. Dann porten wir da mal hin. Und sprechen mit den anderen. Die selbstverständlich auch mitgehen werden. Alles klar. Dann schauen wir doch mal, ob der Typ, dieser Fischtyp, ob der irgendwas im Schilde führt, ob der irgendwie misstrauisch ist oder sowas. Ja, komm, da porten wir hin. Bevor ich da jetzt wieder
umherirre oder so. Okay, jetzt müssen wir da auf die Brücke anscheinend. Oder? Er wird nicht unten drunter sein. Nee, drunter geht nicht. Dann ist er auf der Brücke. Oh, nice. Ein Solo-Inhalt. Alles klar. Nice, das machen wir. Wann kommt er endlich? Entschuldigung fürs Warten. Schnell, folgt mir. Was soll das? Wo ist das Schiff, von dem du gesprochen hast? Entschuldigung, Entschuldigung. Das Schiff ist längst verpfändet. Hierher, gnädigste Herrschaften! Hier sind die Hundsfötte, die über die Rubinsee nach Doma wollten. Wusste ich's doch. Ich hatte von Anfang an ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Entschuldigung, aber Geschäft ist Geschäft. Muss auch von das leben. Deine Ausreden höre ich mir später an. So. Der gibt erstmal Ruhe. Und als nächstes sind die Soldaten dran. Alles klar. Ja, hat der Typ uns wirklich reingelegt. Nett von ihm. Aber wir haben ihn jetzt bei uns. So, jetzt müssen wir erstmal an den Soldaten vorbei. So, Alfino kommt auch, so wie es aussieht. Ja, besser spät als nie. Das läuft schon mal ganz gut.
Benutze im Kampf Rauchbomben, um einer Verhaftung zu entgehen. Wenn du eine Sekisaigumi-Wache angreifst, verlierst du den Kampf. Ja, das ist einer der etwas krasseren Sidequests. Also wir müssen jetzt ein ganzes Stück hier durchlaufen. Sidequests, sage ich. Inhalte, meine ich. Okay. So funktioniert das. Okay, ich habe null Ahnung. Wo ich hin muss. Offensichtlich da hoch. Wir haben halt nicht so viel Rauchbomben, ne? Also. Sollte ich nicht verschwenderisch damit sein. Ah, der moved hier. Okay, er dreht wieder ab. Oh, wow. Ich muss an ihm vorbei. Das klappt. Dum, 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 dum. Okay, bis hierhin funktioniert. Oh nee, hier komme ich nicht durch. Och nee, ich bin hier falsch. Ja. Hilfst du mir? Das ist ja cool. Ja, mach, ich folge dir. Okay, go, 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 lauf, 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 lauf. Wir haben ein paar Sekunden. Okay, wir haben noch 6 Bomben. Sieht aber gut aus, aber ich muss jetzt komplett auf die andere Seite. Oh Gott, okay. Noch 6 Bomben. Ah, nice, hier haben wir die anderen. Nice, Spiel halt beendet. Krass, okay, lief besser als gedacht. Verzeihung. Versteckt euch hier und psst. Macht schon, sie können nicht weit sein. Hey, du Kröte. Sind dir 4 Ausländer aufgefallen? Darunter eine Frau mit Manneskräften, die einen Bewusstlosen wie einen Sack Toffeln über die Schulter trägt? Ach so, die. Ja, unverschämt. Haben mich einfach umgerannt. Haben sich nicht einmal entschuldigt. Sind in diese Richtung weitergerannt. Ah, hab vielen Dank. Weiter geht's. Wir müssen die Unruhestifter fangen.
Alles in Ordnung. Die Kerle sind weg, suchen am falschen Ort nach euch. Ihr gehört doch zur Ostaldenard Handelsgesellschaft. Ich weiß, eine Abkürzung folgt mir. Die Damen und Herren des Bundes der Morgenröte sind wohlbehalten zurück. Man hat uns eine Falle gestellt. Ich wusste doch, dass wir diesem glitschigen Kerl nicht trauen dürfen. Er hat uns an die Galear verkauft. Falls er weiß, wo Yugiri und Gosetsu sind, werde ich es schon aus ihm herausprügeln, wenn er aufwacht. Ich sage nur Bravo. Ich war schon in Sorge, weil doch an jeder Ecke Wachen der Sekisegumi lauern. Doch ich hätte wissen müssen, dass die Mitglieder des Bundes der Morgenröte jede noch so große Schwierigkeit mit Bravour meistern. Naja, ohne die Hilfe dieses freundlichen Kojin wäre die Sache wohl weniger günstig ausgegangen. Ich heiße Soroban. Sehr freut euch, kennenzulernen. Vielen Dank, Soroban. Wir stehen in deiner Schuld. Doch warum hilfst du wildfremden Personen und nimmst dafür sogar das Risiko in Kauf, verhaftet zu werden? Aus reiner Nächstenliebe würde ich ja gerne sagen, aber das wäre gelogen. Ich habe gesehen, wie Hancock euch empfangen hat in der Hafenkneipe. Ich dachte, ihr könntet mich ihm vorstellen. Ach, du willst etwas von mir? Ja, wie du siehst, gehöre ich zum Volk der Kojin. Wir verdienen unser Geld durch Handel. Doch seit die Rotpanzer sich als Söldner für die Galear verdingen, laufen die Geschäfte nicht mehr gut. Die Händler in Kugane fürchten sich vor uns. Für sie sehen wir alle gleich aus. Deswegen wollen wir nun auch mit Ausländern Handel treiben. Zum Beispiel mit der Ostaldenard Handelsgesellschaft. Ich verstehe. Hancock, denkst du, da lässt sich etwas machen? Du würdest uns einen großen Gefallen erweisen. Er hat uns das Leben gerettet. Aber selbstverständlich lässt sich da etwas machen. Wir sind immer daran interessiert, neue Handelspartner zu gewinnen. Je mehr, desto besser. Oh, sehr schön. Ach ja, eure Freunde wollen doch zum Festland und suchen ein Schiff, oder? Ihr dürft auf meinem Schiff mitfahren. Wirklich? Vielen Dank. Zu einem solchen Angebot sagen wir nicht nein. Abgemacht. Sehr netter Turtle auf jeden Fall. Sieht aus wie ein Ninja Turtle für mich. Sehr cool, dass er uns hilft. Das ist sehr, sehr nett. Ich werde hier an der Stelle die Folge beenden. War eine ziemlich coole Folge, war auch ein ziemlich cooler Inhalt. Wir haben jetzt auch einen neuen, sagen wir mal, Gefährten, neuen Kumpel gefunden. Sehr nice. Und werden beim nächsten Mal wahrscheinlich dann mit dem Schiff wohl zum Rubinsee fahren. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar und abonnieren nicht vergessen. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten war es soweit von mir. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!